Herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2017. Das war ja eine aufregende Session beim letzten Mal. Wir haben so viel gemacht. Hier ist unser Holzhängerwagen. Wir haben diese Fläche schön eingeebnet. Und jetzt beginnt die neue Arbeit. Und zwar werden wir jetzt diesen Rasen mähen. Das Gras mähen. Heu draus machen. Das Ganze in Silage verpacken. In Folie verpacken, damit Silage draus wird. So. Wo ist mein Traktor? Wo habe ich den geparkt? Ich vermisse... Da ist er ja. Hä? Mit der schicken gelben Gabel. Warte. Boing. Die könnte ich eigentlich dran lassen, ne? Aber die stellen wir hier mal so hin. Wunderbar. Jetzt holen wir uns unseren Mäher. Und dabei will ich gerade mal ausprobieren, ob ich denn gleichzeitig, warte, mähen kann. Boing. Und das Ganze direkt auch schon umwälzen kann, ne? Hier, mit dem schönen Zettergerät. Weil das macht ja dann Sinn. Dann hat man diese ganzen Arbeitsschritte in eins gemacht. Schauen wir doch einfach mal, ob wir das hinkriegen. Wunderbar. So, dann schauen wir doch mal, wie viel Platz wir haben. Ja, das ist ganz ordentlich, was? Ich würde sagen, wir fangen hier hinten an. Fahren bis zu dem Weg rauf. Ja, so. Wie sieht es denn aus mit den Feldern? Ah, wächst noch. Gut. Wir müssen nur gucken, dass wir es vor dem Regen schaffen, weil ich habe mich schlau gemacht. Oben in der Ecke, das Symbol bedeutet, dass das Wetter in 5 Stunden so sein wird. Das heißt, das Spiel, dieser Tag begann ja um 5.45 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, um 10.45 Uhr, 11.45 Uhr wird es regnen. Schauen wir nochmal. So, warte. Wir sind das Mähwerk. Aufklappen. Senken. Und anschalten. Gleichzeitig den Z-Kreisel senken. Aufklappen. Und einschalten. Ja, wunderbar. Das macht direkt... Ja, herrlich. So ist das schön. Dann haben wir direkt Heu da liegen. Ah, gut. Dann sparen wir uns einen Arbeitsschritt. Sehr schön. Wunderbar. Da freue ich mich doch. Wieso hat er jetzt... blockiert? War da noch ein Baumschumpf? Das wäre ja ätzend. Wir mähen erstmal hier schön die ganze Wiese. Ah, herrlich. Muss ich mal gucken. Lag hier noch irgendwas? Yo, shit. Da liegt noch so Kram. Hätte ich vielleicht erst aufräumen müssen. Wenn ich jetzt aussteige, muss ich die ganzen Geräte gleich wieder einschalten. Ist auch nervig. Und dann muss ich mal gucken, ob ich wirklich... das so aufsammeln kann oder ob ich das echt noch in Bahnen ablegen muss. Aber das sieht doch so ganz gut aus. Schauen wir einfach mal. Yay. Warte mal kurz.
bringen wir das hier erstmal weg. So, weg mit dir. Ah nein, hier ist wirklich ein Baumstumpf. Ach shit. Alter, halt das doch fest. Ernsthaft? Ich drücke nicht die rechte Maustaste. Das ist eine CD. Wir haben uns eine CD aus Holz geschnitten. Unglaublich. Gut, dann heben wir es halt nicht höher. Mann. So. Warte kurz. Wo ist denn meine... Da. Ordnung muss sein. War denn jetzt der Stumpf? Hier. Da ist er. So. Weil wir müssen ja Ordnung auf der Wiese haben, ne? Das geht ja nicht. Warte. So. Dann parkt der gute New Holland jetzt erstmal wieder hier hinten. Und dann geht's wieder zurück zum Man. Mensch. Wir haben doch keine Zeit. Wir müssen fertig werden, bevor das Wetter schlecht wird. So. Wunderbar, jetzt geht's wieder. Ja, herrlich, so muss das. Können wir hier schön unsere Bahnen fahren. Ja, so muss das sein. Lalalalala. Ja, da kommt aber einiges zusammen, ne? Hoffe ich mal. Das hoffe ich doch stark. So, hier noch ein bisschen mähen. Überall, wo wir was vergessen haben, wird erstmal noch durchgemäht. Er slidet hier um die Ecken, ey. So. Ja, wir liegen noch gut in der Zeit. Ich hoffe, die Ernte wird reif.
dass wir dann mähen können. Und wenn nicht, dann hoffentlich, dass es so lange dauert, bis der Regen vorbei ist. Schauen wir mal. Machen wir einfach mal das Beste draus und hoffen. Hoffen das Beste. So, fahren hier schön unsere... Ernsthaft? Na toll. Noch so ein Stumpf. Stimmt, den Baum hatte ich ja gesägt, weil ich hier ja den großen Anhänger geparkt hatte. Stimmt, das hatte ich ja offscreen gemacht, als ich hier aufgeräumt habe. Ah. Habe ich völlig vergessen. Guck mal, ich lenke nicht ein und das stellt sich trotzdem quer. Der Lümmel. Gut. Schön. Alles abschalten. Gut. Dann fahren wir das erstmal wieder hier rüber. Jetzt mal hier unseren Sammelwagen und ich hoffe, dass ich das nicht in Bahnen vorher ablegen muss. Wir schauen einfach mal. Ja, da ist noch das, das bereits gesammelte Heu noch drin. Sehr gut. Ich hatte befürchtet, dass sich das resettet, aber alles gut. So, wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Wieso zuklappen? Ah, er sammelt das auch so ein. Ah, sehr schön. Gut, musste halt ein paar Mal fahren, aber das geht schon. Optisch schöner wäre es natürlich, wenn das dann alles hier so in Bahn liegen würde, aber das geht so. Ich fahre hier sowieso immer wieder drüber. Mal sehen, wie viele Ballen wir hier gemacht kriegen. Und dann beschäftigen wir uns mal mit der Futtermischungsherstellung, nicht wahr? Dafür brauchen wir auch normales Heu. Stroh. Ja, und halt diese Silage. Okay. Kühe brauchen Gras. Oder waren das Schafe? Ich glaube, Schafe brauchen Gras. Kühe brauchen diese Kraftfuttermischung. Schweine brauchen natürlich das absolute High-End. Ne? Da ist dieses ganze Mischfutter aus diesen ganzen Erzeugnissen. Raps und Weizen und Gerste und Zuckerrüben und Kartoffeln. Aber für Schweine würde ich doch dann eher so eine Fertigmischung kaufen, oder?
Das macht doch viel mehr Sinn. Nach meinem Empfinden. Ui. Ich glaube, in Bahnen gelegt würde das hier schneller funktionieren. Macht ja auch Sinn. Warum sollte es das Gerät sonst geben, nicht wahr? Obwohl, er sammelt auch ganz gut. Aber du musst natürlich hier fahren wie... wie ein Besenken. Aber das geht. Ja, piep du mal. Gut, Notiz an mich selber, dass doch demnächst diesen Arbeitsschritt nicht sparen, sondern in Bahnen ablegen. Gut. Gleich haben wir den nächsten Ballen fertig. Und Nummer 3. Klappt zu, das Ding. Ich wende hier nur. Boing, Schepper. So. Jetzt sind wir wieder hier unterwegs. Ich sammle das Gras ein. Für den guten Zweck. La 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 la. Für den guten Zweck der Tierernährung, yeah. Mäp, 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 mäp. Ich glaube, mit dem, was hier noch so übrig ist, kriege ich keine ganzen Ballen mehr. Ich befürchte, dass ich damit keinen Ballen mehr kriege. Wir müssen aber wirklich jeden Zipfel jetzt mitnehmen. So. Wunderbar. So, jetzt kommt's drauf an. Warte. Alles einsammeln. Hier liegt noch was. Da liegt noch was. Ah, ganz knapp vorbeigefahren. Sehr gut. Prezios. Prezioso. Schön, 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 schön. Ja, da wird kein Ballen mehr. So viel Gras liegt hier nicht mehr rum.
Aber schön abgemäht, den ganzen Klumpatsch hier. Hat er gut gemacht. Also fein gemacht. Ah, da hinten ist noch was. Das wird nichts mehr. Schade. Ich kann das aber auch nicht wieder ausschütten, ne? So als Heu irgendwo hin. Das ist auch blöd. Oh Gott, wie kriege ich denn das hier eingesammelt? Gar nicht mehr. Schade. Gut, dann müssen wir das halt so lassen. Vier Ballen sind es geworden. Okay. Warte mal. So, warte, ich stell dich einfach erstmal hier. Hier wächst das Gras ja schon wieder nach ein bisschen, ne? Ne, hier hatte ich nur vergessen zu mähen. Wo ist denn meine... Da. So. Dann wollen wir doch mal an die Arbeit gehen. Mache ich aus allen Ballen wirklich die alle ein? Oder... Ich weiß es noch nicht. Dauert aber. Das dauert. So. Dann kommt hier der nächste Schwung. Wunderbar. Mach mir einen Ballen draus. Im Grunde genommen müsste ich mir dann jetzt eigentlich so einen Futtermischwagen holen und dann das Ganze mal ausprobieren, nicht wahr? Gut, das wäre natürlich die nächste Überlegung. Das heißt, ich sollte mir einen Heuballen lassen. Klar, wenn ich nur Silage und Stroh habe, habe ich ja in meinem Lager, wäre das Ganze ja sinnfrei. Ich lass den. Ich will ja auch nur sehen, ob ich dieses Mischverhältnis dann sehe. So, warte.
fahre den mal hier rüber. Und dann müssen wir erstmal gucken, was so ein Futtermischwagen überhaupt kostet. Ach nein, was hinten bei den Schweinen steht, ist sind Strohballen. Na, ja. So. Schön, wie er die Ordnung macht wieder. Der Ordnungstyp. Boing. Alter, du darfst nicht fahren. Oh, hier ist abschüssig. Hier ist es abschüssig. Roll dahin. Boing. Guter Mann. So. Dann haben wir das schon mal ordentlich gemacht. Warte, jetzt lass mich kurz überlegen. Na, sag doch mal. Ernsthaft? So. So, jetzt donnern wir hier nochmal hin, wie die Bekloppten. Ah, warte. Stehst mir im Weg. Du Gerät. Aufräumen kann ich später. Du stehst hier auch gerade ungünstig, mein Freund, Hackschnitzel. Mehr brauchen wir nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier Silage, etwas Stroh und Heu. Gut. So, alles wieder schön ins Lager rein. Das wird hier am Rohr angesaugt. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wechseln wir mal kurz in den Laden.
Tiere. Futtermischwagen. Ein Futtermischwagen lädt Silage sowie Heu und Strohballen. Ballen. Oh, das müsste ich doch auch so reinpacken können, oder? Versuchen wir einfach mal. Ja, hier, das geht auch lose. Okay, komm, warte. Boah, kaufe ich den oder miete ich den? Also was, ich miete den mal. Und dann hole ich den mal eben ganz schnell ab. So. Wir sind unterwegs zum Laden. Um was zu beladen. Das ist ja alles eine Lernkurve. Ich muss ja gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das selbst zusammendenke. Oh, immer noch verdorrt. Ah, so ein Unglück, Mann. Ja, das kommt davon, wenn man es nicht selber macht. Weißt du? Stehst du dann da? Gut, gut. Wir fahren, wir fahren. Da, 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 da. Ist dieser Aufsatz da erst hinzugekommen, als ich den Frontlader drauf gebaut habe? Ja, ne? Das ist ja die Frontlader-Vorrichtung gewesen. Ist das in der normalen Ferguson? Ist die nicht drin, ne? Hm. Muss ich mal drauf achten. Jut, jut, jut. So, wo sind denn meine obligatorischen Fußgänger? Nicht da. So, Freunde, jetzt bin ich auch mal gespannt. So. Aha, hier sehe ich das Mischverhältnis. Okay. Aus dem Weg, Junge. Ich hab's eilig. Boah, das war knapp. Silo King. Wir fahren mit dem Silo King. Wunderbar. Ah. Erst beladen, dann natürlich mischen, ne? Macht natürlich Sinn. In Ordnung, dann bin ich mal gespannt, ob das alles so lübt, wie ich mir das denke. Ach ja, die Silos. So, dann donnern wir das Ganze mal hier so hin. Wunderbar. Und ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das denke, sehen wir in der nächsten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017. Also, bis dahin.